Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wir sind wieder auf dem Todesstern. Ich nehme nicht in Folge auf, nein, ich muss im Voraus aufnehmen, weil ich heute arbeiten bin. Und bin mal gespannt, ist eine ganz andere Runde, ganz andere Spieler, ob das wieder so fix geht. Oder ob wir einfach nur einen auf den Sack kriegen ohne Ende. Bin ich mal gespannt. So. Das geht ja letzte Zeit ab wie Schmitz Katze hier auf den Servern. Wow, schön geblendet, aber richtig heftig. Mach Tür auf, mach Tür auf, mach Tür auf. Danke für den Boost. Ah, da sind ein paar geblendet. Mach die Tür auf. Vielleicht auch wieder... Nein, eine schöne ausgeglichene Runde. So, wie gesagt, ich nehme im Voraus auf. Ich kann leider nicht grüßen. Freue mich aber dennoch über jedes Kommentar. Ihr kennt mich. Okay, Sturmangriff. Das mit dem Offizier. Oh, der war schon fast down, hab ich gesehen. Generator wird abgeschaltet. Langsam. Okay, es wird schon wieder irgendwas abgeschaltet. Autsch. Aber ja. Ich weiß ja gar nicht genau, wo ich bin hier. Oh. Der muss aber jetzt sowas von blind sein. Wow. Krass, Alter. Ihr standst doch ganz woanders. Wie machen die das bloß immer, ne? So gut. Level, Level, Level. Am liebsten aber eigentlich mit dem Angriffstruppler, der verdient noch ein bisschen Liebe. Der ist der Einzige, der noch unter 50 ist. Also noch ein Jungspund sozusagen. Alter. Bisschen angehittert. Alter, der hat aber erwischt hier. Was sind die Schnecken, du Lümmel, du? Ah, die lässt er sich schmecken. Ich merke das. Aber wenig Damage. Okay. Bringt nichts, wenn wir hier nur drauf rumstehen. Oh nein, boah, Alter, das ist ja instant downs hier wieder, ey. Was haben wir denn da für Kills? Die Leute sind aber auch wirklich heftig teilweise. Gut, also die blockieren uns, also wir sind jetzt in der Lage, also in der Phase. In der gestrigen Folge waren wir ja hier die Supergewinner. Und jetzt sind wir die Superverlierer, wie es aussieht. Mach mal die Tür auf da. Aber es heißt nicht, dass das Cheater sind oder sowas, das heißt nur, dass es gute Spieler sind. Und uns halt gerade mal massiv blockieren. Ups, das wollte ich gar nicht. Warum drücke ich denn auf Knöpfe, die ich gar nicht wollte? Egal, ich muss fahren. Oh nein! Vater! Ah nee, du bist ja gar nicht mal Vater. So. Das wäre es gewesen, aber der hätte mich als nächstes getötet. Denn er hat mich ja auch getötet. So, gut. Es sieht nicht aus, als ob er sehr ausgeglichen wäre, wie immer. Es sieht aus, als ob wir wieder mal gar keine Chance haben. Also 0,000 Gewinnerchance. Denn die halten uns hier komplett zurück, wie ihr seht. Kann man nicht irgendwo hier lang? Ob die Teamkameraden nichts versuchen, ich weiß es nicht. Nein, oh nee, nee. Guck mal, das kann da gar nicht sein. Wie kann ich denn so schnell tot umfallen? Rogue Manda YouTube, okay. Ja, realistische Zahlen. Einfach mal instant tot umfallen. Was guckst du mir? Tot! Ja, wir haben keine Schnitte. Ich bin heute im Verliererteam. Macht keinen Spaß. Hier ist natürlich eine gefährliche Ecke. Hey, du stehst da eine Sekunde. Das war's. Das Ende. Das war eine ganze Runde, Leute. Das war jetzt eine ganze Runde. Wir sind bei 4 Minuten Aufnahmezeit. Ist Star Wars Battlefront auf dem PC kaputt? Ich möchte gerne mal wissen, wie bei euch die Runden aussehen. Ist das bei euch auch nur noch so? Es ist egal, ich kann jetzt die Runde verlassen, in der anderen reingehen. Ich habe nur noch, entweder bin ich im Gewinnerteam oder im Verliererteam, aber immer nur 3, 4, 5 Minuten Runden. Es ist vorbei irgendwie. Das ist zu schnell. Na, guck mal, was ich an Punkte gemacht habe. Das ist ja peinlich. Da kriegst du keine Taler zusammen. Wie soll ich denn da meinen Han Solo hier bekommen? Den ich ins Herz geschlossen habe. Dann bin ich ja mal gespannt jetzt. Gruselig. Also ich finde es echt gruselig. Seit Tagen geht das bei mir so. Ich will mich gar nicht groß aufregen. Ist einfach so. Sturmtrupper, wir könnten einen AT-AT bekommen. Das wäre natürlich feini fein.
Ja, ich habe schon mit den Kartenblättern ein bisschen rumgewirbelt, aber das ändert ja natürlich nichts an der Länge der, Runden, ne? Eine andere Spielmodi vielleicht, ne? Vielleicht sind die ein bisschen Action geladen. Also Infiltration ist zum Beispiel immer ein bisschen länger. Aber da hast du ja auch die Leute, die dann einfach rushen und bupp, das Ding steht vorne. Das ist echt unheimlich momentan. Und ich muss mal in so ein Forum lesen oder so. Ich bin noch in so eine Facebook-Gruppe für Star Wars Battlefront 2. Ich frage da auch gleich mal nach der Runden hier. Ich muss ja im Voraus aufnehmen ein bisschen. Also die heutige Folge. Die Rebellen evakuieren ihre Basis. Wir unterstützen den Angriff und ganz wichtig, halten ihre Schiffe am Boden. Es ist eine große Ehre, daran Zeit zu haben. Ja, mein, Zimmer sind schon wieder 29,2 Grad. Das ist gnadenlos, ne? Ihr sorgt für Sicherheit und achtet auf Raketenangriffe. Los! Ja. Gut. Was? Guck mal, ich wurde angehittet. Ich bin fast down. Von was denn? Ich habe nicht mal was mitbekommen. Doppelter? Ja, ist doppelter. Ah, langsam gezielt, aber ich habe Glück gehabt, dass er mich nicht gesehen hat. Wieder. Macht ja immer Spaß, auf sowas zu schießen, weil es halt super schwere Ziele sind. Seh dich. Okay. Wir sind nicht gerade unsichtbar. Was macht er denn da? Dreht er sich schon auch rum oder was? Denn? Okay, weiter ziehen wir auf Gegner. Mal gespannt, wie lange die Runde geht, weil das sind ja, können unmöglich schnelle Runden sein. Oder die machen den AT-AT super schnell kaputt, aber das glaube ich einfach nicht. Aber wir waren ja im Verliererteam gerade. Da. Das ist echt schwer zu erkennen, ne? Noch mehr, aber das Schneeverwehungen sind so heftig. Das hat er gehört, auf jeden Fall. Die hüpfen werden so wie dämlich rum. Die suchen mich, ne? Denke ich mal. Ich bin aber gut versteckt hier. Wo denn? Ein Heady, zwei Headys noch, 10 Headys. Sound. Down! Wie geht's mit meinen AT-ATs? Boah, der ist schon fast down da. Also was heißt fast? Der ist doch schon ziemlich weit unten. Aber zwei AT-ATs runter zu putzen ist schon... Das wird schon was bedeuten hier. Ich gerade hin zu dem Turm. Das war der Plan. Oh, da war ein Leck dazwischen. Und Abonnent gewonnen. Deaktiviert das irgendwie nie. Ich finde es so schön. Ein feindlicher Kommandeur ist im Einsatzgebiet. Die AT-ATs sind, glaube ich, denke ich mal, beide besetzt. Oh, der ist ein Opfer. Boah, der hat auf mich geschossen. Ist Gott sei Dank explodiert. Eine kleine Herausforderung. Schwere Schäden an einem Kampfläufer. Ehrlich. Schwere Schäden, krass, ne? Warum? Das ist schon wieder der Typ. Er fällt auf. Er fällt optisch auf. Bomber verfügbar? Nö. Ich würde gerne AT-AT haben, aber sind maximale Anzahl im Spiel. Könnte das natürlich sein, dass jetzt einer frei wird. Fliegen will ich nicht. Oh, das Sniper Level bald wieder. Was hat er denn jetzt? 53, der ist auch noch nicht so wirklich weit. Eindeutig spiele ich mehr Offizier und schwer. Aber den Angriff, dass der noch so niedrig ist, gruselig. So, ich würde jetzt tatsächlich warten. Boah, wie es aussieht, ne? Richtig cool. Geheimtrick vielleicht? Irgendwo was drücken? Ach, da wird er eh nicht frei jetzt, ne? Komm. Scheiß drauf. Bevor ihr ja die ganze Zeit nur einen Auswahlbildschirm euch angucken müsst. So.
Okay. Ein Eti-Eti geht's aber richtig Bombe noch. Spezialisierter Kämpfer zur Unterstützung eingetroffen. Schöne Bewegung, ja. Wo denn? Siehst du halt auch sau schlecht. Ein bisschen vorhalten. Da oben? Nein. Da unten? Nein. Da ist ein Luke ausgestiegen. Kampfläufer passieren Kontrollpunkt 2. Die Hälfte zur Basis ist geschafft. Der andere AT-AT hat noch mehr. Fast die Hälfte. Okay, das ist jetzt. Das schaffen die niemals. Der Turm ist gesetzt. Das ist ein Typ explodiert jetzt. Oh, das war doch ein Hit, Mann. Wo ist er jetzt hin? Jetzt habe ich ihn aus der Augen verloren. Jetzt ist er da dran. Nein, siehst du leider nicht. Sniper, Timme. Ist mal weggerollt. Da oben. Ah, bewege ich doch nicht. Nein, Tim, treff doch. Au! Ich habe nicht getroffen. Das war mein Fehler. AT-AT? Atti-Atti? Den letzten Raketentreffer habe ich gespürt. Ehrlich? Wo denn? Ein Kampfläufer ist nicht unbesiegbar. Doch, ich ja. Ich mach Schutz. Ich sehe niemanden da. Also, da würde ich jetzt gerne dieses Artilleriefeuer reinsetzen, wenn es geht. Solange es rot ist, geht's nicht. Ist doch doof. Das war gerade einmal weiß. Hab ich gesehen. Kann's nicht. Kann's nicht abfeuern. Als ob das überhitzt wäre oder so, ne? Muss ja irgendwas schaffen. Kampfläufer dringen im inneren Verteidigungsbereich ein. Da war es einmal ganz. Ich hab's geschossen. Raketentreffer bei einem AT-AT. So. Die Rebellen zurück. Sie sind schon da. Schutzschilde aktivieren. Kann das sein, dass ich so niedrig ziehe hier drin? Raketentreffer bei einem Kampfläufer. Dann triffst du doch nichts. Da oben. Er feuert diesen scheiß Artillerieschlag nicht ab. Kampfläufer im kritischen Zustand. So. Dann schießt der Tim nicht. Also viel niedriger. Wie soll man denn da hinkommen? Also du kannst leider diesen Artillerieschlag nicht abrufen, ne? Also da, wo du den haben willst. Was völliger Mumpitz ist. Und das habe ich beim Tommy auf PlayStation auch gesehen. Sie beschleunigen die Evakuierung. Aber wir müssen zunächst einmal einen Sammelbereich sichern. Nehmt die feindlichen Hangars ein. Setzt alle erforderliche Feuerkraft ein. Hat sich so schön durchgeschummelt hinten. Okay, Doki, Angriffsdoppler. Von mir aus kann's losgehen. Obwohl, wer war. Ah, der Sniper war fast am Level, ne? Aber ist egal. Kriegen wir schon so hin. Ist da nicht eine Tür rechts? Nee, ne? Ballert denn hier hin? Gehen die auf oder was? Oder wie? Oder warum? Auf Tür! Eine Tür, ich weiß. Falscher Knopf. Alles voller Minen da drin. Da ist die Tür weg. Ich furz gerade heftig. Boah. Marus. Okay, noch investiere ich mal nicht. Okay. Die Runden müssen länger gehen. Das geht nicht, dass sie hier kürzer sind. Außer, dass wir nichts einnehmen würden. Ja,
irgend so ein Spezi wird uns unterstützen. Keine Ahnung, wer es ist. Ja, Reisetür. Jall! Keiner beschützt mich. Mal von hinten oder so. Da kommt, läuft ein Wookie rum und das ist euch alle egal. Was war das denn? Ja, läuft einfach mal so eiskalt ein Wookie rum und interessiert keinen. Oh, da ist ein Schutzschild. Der wird gescannt, hier ist aber niemand. Oh. Kann man das denn übersehen? Aber wirklich durchgestürmt, wa? Feins durchgestürmt. Jetzt kommt bestimmt die Jedi-Tante da durch. Rücken jetzt zum östlichen Hangar vor. Ich hörte, ja. Gut, gut. Haltet die Position. Seid gründlich. Das, da darf ich ja selber nicht mehr durch. Unsere Taxis. Also wir haben eine Schnitte, ne? Also es ist nicht hoffnungslos. Boss, gib alles. Alter Kopf der Jäger. Ganz in der Nähe, sagt sie. Oh, von da kommen sie. Ich sehe sie. Östlicher Hangar ist langsam unter Kontrolle. Alter, der verliert nix, ne? Ey, wenn auf mich einer so schießt, dann bin ich sowas von tot. Echt witzig, ne? Ja, wie lautet der Plan? Mal was versuchen. Aber wir sind ja am Einnehmen. Es klappt ja, aber... So Imba-Wookies da rumrennen, hast du ja gar keine Schnitte. Westlicher Hangar kann angegriffen werden. Machen wir auch. Eiskalt stehen bleiben. Kommt eh gleich wieder einer. Ums Eck. Feuer frei. Schieß einfach. Ich hab doch geschossen. Da steht einfach immer ein Geschütz. Immer eine Schüsse drin und interessiert einen Scheiß sich dafür. Schaffen wir nicht mehr. Das war's. Gibt auch keine Verlängerung. Doch da noch. Einer von der Seite kommt. Ach, scheiße. Meldung vom Oberkommando. Verbündeter zur Unterstützung eingetroffen. Verlängerung. Ich bin noch drin. Ich bin noch drin. An alle Truppen. Scheiße. Aber das war eine gute Runde. Also ich fand das jetzt tatsächlich machbar. Und nicht so scheußlich wie sonst. Hier aus. Hm, geht so. Okay, noch eine Runde Eisplanet. Dann haben wir vielleicht die 50.000. Dann fehlen nur noch 30.000. Boah, ist das noch eine Reise bis dahin, ne? Ist der Wahnsinn. Aber wir können eigentlich tatsächlich mal nach Rambazamba machen gehen, ne? Anstatt immer nur zu snipen. Mach die hier. Macht zwar wenig Schaden, aber... Vielleicht können wir ein paar Punkte damit abkassieren. Ladezeit 25, ja. Vielleicht ein paar Flieger bombardieren, keine Ahnung. Mal testen. Das Ding hier benutze ich eigentlich nie, ne? Okay, der Sniper... Also er levelt bald, der Sniper levelt bald. Also alle levelt hier bald wieder. Geht wieder rund. Unsere Piloten stören sie, während wir Hoth evakuieren, okay. Aber wir müssen uns mit tragbaren Raketen davon halten.
Schaltet die Kampfläufe aus, falls möglich. Wenn sie die Basis erreichen, könnte die Evakuierung scheitern. Wow. Sieht denn gut an. Ist ausgestiegen, der Feigling. Na, geh rein. Das Schild steht. Da. Ist schwer. Sauberer Treffer. Kampfläufer beschädigt. Wo? Da hat doch ein Dach. Der überhitzt. Okay, der Turm explodiert, dann gehe ich auch kaputt. Wir haben Kills gemacht. Wunderschön. So. Rote Staffel bereit. Helfen gerne. Wow, was ist denn ein Start, ey? Das direkt nach unten kippst. Elenden Sniper! Ich dock an. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, Kollege. Warum kriegt man eigentlich so wenig Punkte, Mann? Man tötet doch Spieler, man gibt sich doch große Mühe. Nein, lief einer. Was, ein Headshot oder was? Alter, ich hab doch wohl den längeren gehabt jetzt hier, ey. Ich hab doch einen längeren gehabt jetzt. Viel länger. Ja, manchmal ist das echt komisch, ne? Ich hab den doch voll befeuert und... Wie dick ist diese Panzerung? Nee, komm. Wir sind da. Den sollen wir retten. Da ist der Rachekill. Das war effektiv. Jawohl. Drehung. Vielleicht wieder so neu angeflogen. Kampfläufer passiert ersten Kontrollpunkt. Da nix. Okay, irgendwo ist ein Sniper, der auf mich schießt. Kaputt kriegt er mir mit Einschuss nicht. Kann schnell reparieren. Kampfläufer getroffen! So langsam, ne? Irgendwie der X-Wing. Kampfläufer getroffen, okay. Rakete ist angekommen, ne? R2. Ich habe natürlich den R2 dabei, nur ich, nicht ein anderer. Besser ist, sie von hinten anzugreifen. Da ist ein Flieger in der Luft. Es artet wieder aus in sich umherdrehen wie bekloppt. Was wird denn mal einer? Ja, der hat sich selber ausgeschaltet, glaube ich. Wow, wie hoch. Kann sehr gut an den Sternzerstörer orientieren. Okay, ich sehe jetzt niemanden. Schade. Die geilsten Anflüge überhaupt. Oh, ich habe doch auch mal ein Superfeuer aktiviert, ey. Aber das Schwerfeuer ist natürlich hart. Macht gerade wieder Spaß in der Luft, lieber Marc. Es macht einfach wieder Laune. Der halbe Weg zum Basis. Flügel auseinander. Ach, geht nicht, weil... tot.
denn nicht tot zu kriegen? Macht noch eine Rakete bereit. Kampfläufer nähert sich. Dilüt. Ja, schieß noch Raketen, damit ich Punkte machen kann. Es geht nur um mich, nicht um euch. Flachen am Boden. Das hat mir schon mein alter Pilotenlehrer beigebracht. Der nie existierte. AT-AT. Boah. Rakete ist unterwegs. Nicht getroffen natürlich, ne? Okay, Bomber. Ich benutze einfach mal. Ich gehe davon aus, dass die Runde sowieso gleich wieder geblockt wird, komplett. Ein sauberer Treffer. Mit dem Bomber habe ich hier schon mal Action gesehen. Fall endlich um! Fliegt ja in Zeitlupe. Das ist Slow Motion. Der ärgert sich da auch jetzt. Kommt gerade in die Map reingeflogen. Kommt der Arsch da um die Ecke geflogen. Ja. Kontrollpunkt passiert. Oh. Ich hab grad. Das ist ein Schütz oder ein Mensch? Boah. Was war das denn jetzt? Ein S5 Blaster? Habe den Kampfläufer getroffen. Wahrscheinlich den, den letzten Schuss hat er wahrscheinlich abgelassen. Das war's. Dämlich, dass so kleine Faustfeuerwaffen eigentlich das ganze Schiff kaputt machen können, ne? Was machen die denn Wälder, wenn da mal ein Krümmel angeflogen kommt? Ist denn gleich das Schiff im Arsch? Keine R2-Einheit. Es ist zu spät. Der Kampfläufer ist in Angriffsreichweite. Zurück zu den Hangars. Ich versuche die 20 Sekunden noch auszunutzen. Indem sie da alle stürmen und einfach mal reinhageln. Immer mit der Ruhe, wir haben noch 15, 14, okay. Ganz langsam. Überhitzt. Oh, rausgeflogen. Okay, ein Versuch war so wert. War ich ein bisschen zu rubbeldekatz. Was ist das denn jetzt hier eigentlich? Den habe ich doch nie aktiviert. Doofen Zielschuss, den will doch keiner haben, oder? Oh, mein Audio gerade ganz heftig. So, gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt überrennen die uns wahrscheinlich so schnell wieder, dass man gar nicht bis zwei auf Bäume ist. Nein, bis zwei zählen kann. Hier raus schießen. Geschütz ist online. Ich hab ihn gesehen. Verbündeter trifft ein. Sieht aus, als hätten wir einen Freund. Reparier dich, keine Angst. Keine Furcht. Ups. Du Arsch! Das ist Bosk! Ist das Ding jetzt? Das benutze ich ja auch nie, ne? Warum? Wie komm ich denn zu der Ehre, dass ich das Ding da hab? Hä? Achso. Okay, die überrennen wir dann. Obwohl das steht. Immer mit der Ruhe. Der Zielschuss, der taucht doch nicht die Bohne, oder? Killt der. Die super Geschütze, die so viel bringen. Komm. Der westliche Hangar ist
keiner. Tote Hose, warum fällt der um? Okay, hier kann schon mal keiner kommen. Kein Kampf ist fair. Wow! Natürlich sterbe ich. Sonnenklar, dass ich sterbe. Wie soll ich das auch überleben, ne? Weil ich auf seinen Kopf schieße. Und er braucht ja bei mir gar nichts machen, damit ich dort umfall. Muss ja auch fair verteilt sein. Die großen FC von denen. Die schafft. Also es wirkt sehr ausgeglichen ausnahmsweise. Jemand hat unser Signal empfangen. Verbündeter im Einsatzgebiet. Das ist doch in Gebäuden völliger Mumpitz, was das Ding hier, oder? Leute, ich habe keine Chance, egal gegen wem ich kämpfe. Alle töten mich. Es ist absolut egal, wo ich im Kopf schieße, der tötet mich. Es ist egal. Ich kann nicht mehr spielen. Ich weiß nicht, was das ist letzte Zeit. Ich kriege keine Runden mehr normal hin. Ich mache gute Punkte teilweise, ja, aber dieses frustrierende, auf eine Stelle immer erschossen zu werden, du kannst ja nicht mehr wegrollen. Feindliche Truppen im westlichen Hangar. Ich kann auch Gartenblätter nehmen, wie ich Lust habe. Aber kein Wunder, dass die Affen alle anfangen zu schießen, wenn sie da... Wenn du gar nichts mehr reißen kannst. Ah, guckt euch das an, wie soll ich da wegkommen? Der hat eine EL-16 HFE, die schießt in Zeitlupe. Wenn ich da schieße, macht die bui, bui, bui. Der hat jetzt bam, getroffen, tot war ich. Ich habe die Fresse voll von dem Spiel, ehrlich. Es ist doch nicht mehr realistisch. Das ist doch kein Gameplay, das ist nur noch Rotze, was ich hier mache. Irgendein imperialer Kommandeur. Sehr unzufrieden, also ich, das ist... Dinge, super, toll. Dass ich das jetzt habe. Ja, will ich ja. Also, es ist nicht unausgeglichen, keine Frage, aber es. Du hast wieder so Instant-Kills dabei, ne? Oh, komm mal weg, ey. Wahnsinn. Na. Der konnte mich gar nicht killen. Der war hinter einer Wand. Der war hinter einer Wand. Wie konnte der mich denn killen? Also bitte, guck mal, Leute. Ey, da kann ich doch jetzt echt nichts mehr sagen. Nicht identifizierter Verbündeter bekämpft Sturmtruppen. Sprechen, dass ich auch noch scheiße ziehe. Ja, keine Chance. Rückzug in die Basis. Bezieht Stellung im Treibstofflager. Ausgeglichen war's, muss ich sagen. Ach, was ist das denn? Komm. Versuchen, das Treibstofflager zu sprengen. Sperrfeuer. Die Transporter nicht starten und die Basis wäre verloren. Wir müssen sie aufhalten. Die Evakuierung darf nicht scheitern. Okay. Schießt schon im Arsch. Das Ding funktioniert auch nicht. Kann ich auch mal töten, so ein Ding da? Ein freundliches Gesicht ist gerade aufgetaucht. Wir können das schaffen. Mehr Sprengstoff brauche ich. Ja, was ist das denn? Lass es euch schmecken. Sprengsätze an der Betankungsstation sind aufgeladen. Aua, 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 was ist das? Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Können wir von da kommen? Schon wieder Laserschwerter. Oh, ne, ehrlich? Ich hab einen Down. Ich hab einen Down. Hallo, ich hab einen Down. Melde dich zurück! Nein, krieg ich nicht kaputt. Keine Schnitte gegen, ist klar.
Er macht alles instant im Arsch. Wenigstens Level up. Die Runde wirkt lange. Die wirkt besser. Die wirkt ausgeglichener, muss ich sagen. Außer, dass du wirklich super schnell stirbst. Sie haben Sprengsätze am Depot angebracht. Jetzt sind sie wirklich überall. Wuppi, wuppi. War die Map schon immer so groß hier, ey? So mächtig vor, gerade. Fuck! Na, mein Geschütz hätte auch mal schießen können. Ich hoffe, dass sich das mit dem nächsten Season hier alles so ein bisschen reguliert. Das kann also nicht weitergehen. Spielt doch bald kein Mensch mehr auf PlayStation, auf PC. Das Spiel, oder? Jetzt mal ohne Witz. Die sprengen die einfach mal eiskalt. Du kannst sie gar nicht bremsen daran. Wakakamola. Ja. Ich will das Ding mal benutzen. Ernsthaft. Wer war das? Und wie hat er das gemacht? Der ist 8 Kilometer weit weg. Ohne Worte. Absolut ohne Worte. Wir haben aber Level up. So. Und wir haben noch einen Punkt. Leck. Nicht die Granate. Alles kaputt gemacht habt ihr. Wem schießt du denn? Wer wirst du denn? Das ist doch nichts. Toll. Da, wieder. Sprengteam hat es auf die Rohre. Die war doch gar nicht drin. Wie kann die mich denn töten? Die sind an den Rohren und wir schaffen das nicht mehr abzubrechen. Wir schaffen das nicht mehr. Gar nicht lang. Ah! Natürlich schaffen wir das noch. Ja, wollte gar nicht rumheulen. Detonator an den Rohren. Countdown läuft. Nein! Oh, da hat deine Schuss gefehlt! Dann hätte ich die blöde Aiden weggeputzt. Aber das wäre so eine unrealistische Zahl. 85 Kills, mal im Ernst, Alter. 85 Kills. Wir haben doch wieder einen verfickten Hacker hier drin. Ist gemeldet, den schreibe ich gleich an bei über meinen Link in der Beschreibung. Das kann ja nicht sein. 85 Kills, hallo? Weg ist er. Vielleicht wird er schon gemeldet. Wenn sie die Rohre sprengen, könnte das Feuer sich ausbreiten. Die Basis ist in Gefahr. Wir schaffen es. Jeder mit der Scheiß-Hackern. Wärmegranate! Oh, nicht so gut. Kann doch nichts sein! Klon RU, erledigt. Oh, das ist Finn, oder? Nee, kann nicht sein. Finn ist auf meiner Seite. Au, au, au. Das war Bosk. Mein Gott, wie lange der Furz anhält, ey, bei ihm. Wieder raus. Kann nichts mehr sehen. Boah. Ja. Die Rohre werden explodieren. Countdown. Habt ihr davon, ihr Lümmelbärte? Granate auf dem Weg. Wo denn? Deaktiviert, sehr gut. Boah, da ist sowas von down. Das wird er auch. Geschafft! Das tut gut, Leute. Das war eine gute, ausgeglichene Runde. Aber wir hatten auf jeden Fall einen Hacker dabei, der ein Leben zur Hölle gemacht hat wieder. Wo du denkst, Mann, Mann, Mann. Aber der ist kurz vor Ende raus, ne? Habt ihr gesehen, 85 Kills. Ja, melde ich auf jeden Fall. Mit der, ja, was soll ich denn zeigen? Die Sekunden, das, wo ich das aufrufe hier, wie viele Kills der hat. Aber das beweist ja noch nichts. Naja, was will man machen? Gut, der Offizier hat wieder ein Level up. Punkte waren gar nicht so schlecht und wie gesagt, die Runde wirkte tatsächlich mal ein bisschen ausgeglichen. Wunderbar. Wir sehen uns in der nächsten Folge Star Wars Battlefront. Bis dann.